Hallo Leute, ich bin Daniel von NoHashtag. Wir sind in der Stadt unterwegs, denn der Hashtag Merkel streichelt war in den Trends. Und jetzt fragen die Leute mal hier in der Stadt, was halten die eigentlich von der Asylpolitik? Was halten sie eigentlich vom Streicheln? Und bringt dieses Streicheln überhaupt was? Der Sache gehen wir jetzt mal auf den Grund. Was hältst du denn von der deutschen Asylpolitik? Schwierige, umfassende Frage, aber ich denke schon, man gibt sich so viel Mühe. Im Prinzip ist sie ganz schlecht. Und ich finde, das ist okay, in Ordnung, dass Deutschland ein bisschen die Leute helfen kann. Ich habe da eigentlich nur die Meinung, so viele helfen, wie es geht. Haben Sie denn mitbekommen, dass die Bundeskanzlerin heute Morgen in Rostock das Prinzip von der Streichelreform vorgestellt hat? Nein, leider nicht. Was für eine Reform? Streichelreform. Nein. Nie, das habe ich nie mitgekriegt. Also, dass man sagt, wir streicheln Probleme einfach weg. Was halten Sie davon? Ja, ich habe schon gesagt, das ist schwierig, kann auch ein Ansatz sein. Ja. Ja gut, Streichel hilft sowieso nicht, wenn du abgeschoben wirst. Das ist klar. Man kann einfach Probleme nicht wegstreichen. Da müsste man sich jetzt mehr befassen als jetzt zu kurz, denke ich mal. Da kann ich nur hoffen, dass das in jeder Hinsicht weiterhilft. Mhm. Müsstest du mir mal ein bisschen erläutern. Also wirklich körperlichen Kontakt. Das klassische Streicheln, wie man es kennt. Kann das Probleme lösen? Nein. Gar nicht? Nein, ich glaube nicht. Wollen wir das dann einfach vielleicht zusammen mal angehen? Das heißt, ich setze das mit der Streichelpolitik setze ich jetzt einfach mal um. Ja. Also nicht erschrecken, ich gehe jetzt so ein kleines bisschen an. Es sind ja gar nicht so viele Haare da, aber ich probiere es mal. Ja? Ich probiere das mal mit dem Streicheln. Ja. So, du hattest gesagt, die Infrastruktur, ja. Ne? Autobahnen. Richtig. Und was hast du noch gesagt? Die Schule, ne? Schulen, die Computer. Ja. Die Computer. Ja, genau. Gehen so ein bisschen über den Kopf. Ja. Ja, und dann mache ich ja. Super. Und dann mache ich diese Streichelpolitik einmal vor. Ne? Ja. Ich mache das jetzt so. Mhm. Und dann ein bisschen streicheln, einfach ganz, ganz behutsam. Ne? Ist okay, oder? Okay, ja. Ist das okay? Ist das ja. Gut so? Haben Sie das Gefühl, das Problem wird gerade geringer? Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich? Das also ist gut, ne? Oder? Ja, es macht auf jeden Fall die Sache natürlich im Endeffekt nicht besser. Echt nicht? Magst du es lieber, wenn ich so rumstreichle oder eher so nach hinten? Was ist dir lieber? Dann eher nach vorne. Ich komme mal näher, ja? Schön, ich mache mal so richtig mit Knuddeln, ja? Wird das besser? Das Problem wird nicht besser. Ich fühle mich gut, aber das Problem bleibt das Gleiche. Hast du das Gefühl, wenn ich das jetzt so mache, vielleicht auch mal woanders, vielleicht mal hier so in der Gegend, ist das jetzt besser? Wird das gerade, also ändert sich schon was? Merkst du da was? Nee, eigentlich nicht. So, nach hinten und so. Sag mal, eieiei, ne? Ja, wunderbar. Eieieiei. Lieber eine andere Richtung, lieber so zu der Seite. Ich weiß nicht, was Ihnen da lieber ist. Nein, so ist es. So ist okay? Nach hinten? Okay. Richtig. Super. Haben Sie das Gefühl, es wird besser? Nein. Jetzt verarschen Sie mich, oder? Komm, gut, ein bisschen das besser. Das Gefühl habe ich. Da ist was, oder? Wenn das okay ist? Mhm. Ja. Merken Sie jetzt schon einen Effekt? Wird das Problem kleiner, was Sie gerade eben beschrieben haben? Wie gesagt, ich fühle mich ein bisschen wohler, wenn man jemanden auf da geht. Haben Sie jetzt das Gefühl, das wird besser mit der Rente? Ist die Rente jetzt... Nee. Echt? Also gar nichts? Nee. Auch wenn ich jetzt ein bisschen... Ich mache es jetzt einfach mal ein bisschen mit mehr Elan. Besser? Nee, auch nicht. Wenn ich so ein bisschen kraule vielleicht, geht das? Das hat nicht mit der Rente zu tun, oder? Aber ich bin da rational. Ich weiß ja, dass das nicht so ist. Okay. Aber es funktioniert, also, es hilft, oder? Ein bisschen hilft es vielleicht. Es hilft. Ja. Sehen Sie, wunderbar. Ja, kommt einem erstmal komisch vor, weil hier ein, ich sag mal, fremder Mensch vor mir steht und dann ist diese Nähe erstmal befremdlich. So viel zum Test. Das hat nichts bewirkt, gar nichts, keine Änderung, keine Veränderung, keine Lösung? Nein. Das heißt also, Frau Merkel hat ein schlechtes Muss einen neuen Ansatz finden. Hast du das Gefühl, dieses Problem ist jetzt irgendwie besser geworden? Hat sich das erledigt? Am Anfang war es noch ein bisschen ungewohnt, aber mit der Zeit hat sich das gelegt. Okay, kann ich verstehen. Also, und das Problem mit den Flüchtlingen, ist das jetzt besser? Ja. Ja? Okay, perfekt, super. Dann haben wir es geschafft. Okay. Alter, wir haben Deutschland gerettet. Sehr geil, okay. Vielen Dank.